Minimalismus. Ich will über Minimalismus reden. Es hat mich jetzt ungefähr dieses ganze Jahr begleitet, also die letzten 9 Monate. Und mir hat zum einen YouTube sehr geholfen dabei, deswegen dachte ich, ich will auch meine Erfahrungen bei YouTube teilen. Hat es einer meiner, ich glaube, emotionalen Schritte gewesen nochmal. Also generell beim Minimalismus kann das sehr emotional sein oder ja, man muss damit umgehen können, sich von Sachen zu trennen. Ja, es spielen viele Gefühle dabei eine Rolle. Darauf muss man sich gefasst machen. Also, ich hatte manchmal Tage, wo ich meine ganzen Sachen durchgeschaut hatte und manchmal dann durchgeschaut habe und dann stundenlang auf dem Bett lag und gedanklich mich damit beschäftigt habe, mit einem Gegenstand, mit irgendeiner Sache, weil mich die so an mir hing. Oder spazieren gegangen und ich habe mir immer diese Sachen nachgedacht. Aber immer wenn ich sie dann verschenkt habe an Menschen, hat es mir weitergeholfen und ich konnte über den nächsten Gegenstand nachdenken. Und ich dachte irgendwie, also ich bin in Wohnung gezogen und dachte, ja wann kommt der Tag, wo ich endlich fertig bin? Und er kam nie. Jedes Mal habe ich das weggegeben und dann guckst du die Sachen an und dann ging es wieder los. Und es ist viel leichter, umso länger ich mal weg war von meiner Wohnung. Also ich habe angefangen zu reisen und immer wenn ich dann nach Hause kam, fiel es mir um einiges leichter, weil eine Sache, was mir sehr wichtig ist, ich möchte nur Dinge haben, die ich jeden Tag nutze, die ich wirklich brauche. Und bei jedem Gegenstand, den ich hatte, habe ich ihn in die Hand genommen und mich gefragt, macht dieser Gegenstand mich glücklich? Brauche ich diesen Gegenstand? Und wenn du bei beiden Fragen Nein sagst, dann kann er weg. Und häufig ist es nämlich der, macht mich dieser Gegenstand glücklich, warum ich Dinge behalte, wo man sich fragt, warum behält man die? Aber das ist eine sehr wichtige Frage. Und ja, deswegen habe ich Sachen auch behalten. Und genau, ich habe heute, also gerade mit meiner Schwester, haben wir unsere ganzen Tagebücher verbrannt. Ich habe mir jährlich einen Brief geschrieben, so mit meinen Erwartungen, was wohl nächstes Jahr passiert und eine Zusammenfassung. Ich habe mir die heute durchgelesen und habe festgestellt, ja, dieser Brief wurde geschrieben, aber auch nur, um einmal gelesen zu werden, zwar nach einem Jahr, wenn ich den nächsten Brief geschrieben habe und dann Revue passieren zu lassen. Und ich habe alle jetzt weggemacht, außer den ich letztes Jahr geschrieben habe. Den lese ich wieder Silvester. Oder wenn das neue Jahr anfängt, lese ich den und schreibe einen neuen. Und dann kann ich den auch verbrennen. Und dann habe ich immer nur einen Brief da. Es war auch sehr emotional, weil du mit Freunden auch teilweise abschließt oder mit Situationen, die damals passiert sind. Und ich hatte ja auch einen Brief, den hatte ich vorhin, ich hatte alles runtergebracht zum Verbrennen und hatte einen Brief oben gelassen, weil ich gemerkt habe, nee, ich kann den nicht verbrennen. Und beim Verbrenner habe ich gemerkt, ja, das ist einer der Punkte, die wirklich verbrannt werden müssen, einer der emotionalsten für mich. Und dann habe ich ihn auch genommen und ihn verbrannt und ich möchte diese Worte auch nicht nochmal lesen. Das war mir sehr wichtig. Genau, ich wollte noch erzählen, wie ich Sachen weggegeben habe. Mir war wichtig, die Sachen nicht wegzuschmeißen, weil sie noch Leute benutzen können. Und viele Leute haben auf unserer Welt nicht das Geld, um sich sowas zu kaufen. Und deswegen war es mir wichtig, zu verschenken. Ich habe angefangen, bei meinen Freunden und Familien zu verschenken. Und zum Beispiel letztens ist eine Freundin von mir auch umgezogen und brauchte unbedingt Küchensachen. Ich habe ihr meine ganzen Küchensachen gegeben und sie hat sich einen Keks gefreut, weil sie so viel Geld gespart hat dadurch.
Und ich habe ganz viel bei Free Your Stuff hochgeladen. Es gibt für jede Stadt die eigene Free Your Stuff Gruppe bei Facebook. Ich finde es auch ein bisschen schade, dass es bisher nur bei Facebook ist. Aber man kann, also deswegen sitze ich gerade an einem Projekt, wo wir daran arbeiten, so eine Webseite zu machen, wo man teilt und zwar bedingungslos. Und ja, genau. Und die Free Your Stuff Seite habe ich aber täglich genutzt und es kamen täglich gefühlt 3 Menschen bei mir rein und haben Dinge abgeholt. Und es hat mich sehr glücklich gemacht, weil sie auch immer das benötigt hatten. Ich habe sogar ab und zu von denen was zurückbekommen. Also manchmal ein Gespräch. Ich habe mit manchmal 1, 2, 3 Stunden in der Küche gesessen und geredet oder auf dem Bett gesessen. Das war immer so lustig und die Gespräche haben mich auch immer sehr weitergeholfen. Oder ich habe von den Süßigkeiten Geschenke bekommen, aber die esse ich ja nicht und deswegen habe ich die mal gleich weiter verschenkt. Das Interessante ist bei Free Your Stuff, da treffen Minimalisten an Materialisten zusammen. Oder Menschen, die halt merken, dass Dinge nicht mehr wichtig sind und wollen die teilen. Und andere, die es halt brauchen und kein Geld haben. Also einmal trifft man auf Leute, die halt kein Geld haben oder wenig Geld und alle Wege versuchen, Sachen zu bekommen für sich und für ihre Familie. Aber auch an Menschen, die auch sehr messy sind und einfach alles mitnehmen wollen. Ja. Genau, ich kann es euch nur empfehlen. Du wirst dir immer klarer im Kopf. Du merkst immer mehr, dass man früher sich Dinge gekauft hat, um sich glücklich zu machen. Und wenn du irgendwann merkst, diese Dinge machen dich nicht glücklich, dann merkt man irgendwann, man macht andere Sachen, um sich glücklich zu machen. Das ist eine sehr schöne Erfahrung. Und mich verwirrt da gerade jemand. genau, ich. Okay, jetzt sind wir weggegangen. Das war gerade meine Mutter. Die war gerade verwirrt, was ich mache. Aber nehmt euch Zeit dafür, man braucht Zeit dafür. Also, das dauert. Das ist ein langer Prozess und ist aber ein sehr schöner Prozess und macht dich frei. Du minimalisierst nicht nur Gegenstände, du minimalisierst auch Freundschaften, die dir nicht gut tun und Dinge in deinem Leben, die dir nicht gut tun. Also ich habe mein Studium abgebrochen, weil es mir nicht gut getan habe und tue jetzt Sachen, die mir gut tun. Und ich habe Freundschaften gehen lassen, weil die mir nicht gut getan haben. Ich habe meine Wohnung verlassen, weil mir es auch nicht gut getan hat, eine Wohnung zu besitzen. Ich wollte lieber. Es ist viel wichtiger, ja, mir war immer wichtiger geworden, frei zu sein, in der Natur zu sein und die Dinge zu machen, die ich machen will. Ich lege gerade ganz viele Sachen rum. Warte mal, ich zeig mal. Ah, die Kamera kann ich nicht filmen. Das sieht aber geil aus. Scheiße. Ah. Okay, Lara verbrennt hier gerade ein Buch. Das liegt hier. Okay, wir verbrennen hier gerade. Ich wollte es einfach gucken. Ja. Ja, das kann ich jetzt nicht. Genau, wir verbrennen gerade noch unsere Tagebücher. Oder haben die. Das hat sie jetzt so angeguckelt, damit sie komplett verbrannt wird. Das kommt dann weg. Ja. So. Ich habe mir hier gerade was gebaut. Das ist ein bisschen wackelig. Okay, das hält. Jetzt muss ich überlegen, was ich noch sagen will. Also, ich glaube, das war auch, als er so zum Minimalismus. Ja, aber es ist schön, was in deinem Leben reinkommt. Weil für jede Sache, die man weggibt, kommt was Neues. Also, neue Erfahrungen. Du hast hier mit freie Zeit. Also, im ersten Moment nicht, weil du dich mit den Gegenständen beschäftigst. Aber du merkst irgendwann, ich bin ja 22, ich musste 22 Jahre, ich musste in den Monaten die 22 Jahre, die ich gelebt habe, aufräumen. Das ist irre. Also,
du findest Sachen aus deiner Kindheit wieder oder irgendwas. Und ich habe in meiner Wohnung ja alles ausgemistet und habe dann mit dem Rest, den ich hatte noch, bin ich zu meinen Eltern und habe das dort in einer Kiste hingestellt. Und ich habe noch ich habe da ein paar Sachen reingestellt und bin erstmal rumgereist 2 Monate, bin nach Hause gekommen und merke so, oh Mann, da ist noch immer so viel. Und verschenke das jetzt auch weiter. Ich bin jetzt im Secondhand-Land diesmal. Und... Das sieht mega witzig aus, Alter. Ich glaube, ich kann das super auch. Guck mal, Feuer aus. Da verbrennt sie gerade ein Buch. Ja. Jetzt weiß ich gerade gar nicht, wo ich war. Ach genau, mein Ziel war jetzt, wo ich nochmal nach Hause gekommen bin, wirklich alles wegzumachen. Also alles, was ich nicht brauche und mich nicht glücklich macht. Die Fragen sind halt wichtig. Und habe jetzt wirklich nur noch sehr wenig, aber es ist nach wie vor noch was da und beschäftige mich damit jetzt auch. Und dann reise ich erst wieder los. Und heute habe ich auch auf meinem Laptop aufgeräumt und das habe ich zum Glück zwischendurch immer wieder gemacht. Das ist nämlich noch ein Ort, wo du aufräumen kannst und ausmisten kannst. Ich habe jetzt die ganzen Filme und Serien, die ich hatte, habe ich jetzt auf eine Festplatte gemacht und die schenke ich meinem Bruder, weil der gerade als ich sowieso eine Festplatte kaufen wollte und meinte, hier kannst du meine haben. Und mein Laptop, also das ist schon krass aufzuräumen. Und ich möchte auch zukünftig ohne Laptop auskommen. Und davor muss da alles aufgeräumt werden. Eigentlich möchte ich nur noch eine Dropbox voll haben mit Daten, die ich noch haben möchte und der Rest kommt weg. Und Bilder. Oh shit. Ich hatte 80 GB Bilder, habe 50 GB schon gelöscht und jetzt gucke ich die nochmal durch. Und eigentlich brauchst du wirklich nur deine absoluten Lieblingsbilder oder eine Erinnerung, an der du nochmal festhalten möchtest. Oder am liebsten würde ich das daraus ein Fotoalbum. Eigentlich auch nicht, dann hast du wieder was. Aber ich habe ein Fotoalbum angefangen. Mit den Bildern, die ich wirklich nochmal angucken möchte. Und ich schreibe da auch ganz zu und auch Zitate oder irgendwelche Sprüche. Und boah, das räuchert jetzt gerade ganz schön. Das ist gerade in meinen Augen. Ja, es ist ein doofes Rauch. Ja. Boah. Ja. Okay, das war mein Video zum Minimalismus. Ich glaube, mir reicht es gerade mit dem Feuer. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielleicht mache ich auch nochmal ein Video, wo ich nochmal ein bisschen tiefer reingehe, wie man sich trennt. Aber eigentlich ist es ein Prozess, den jeder selber machen muss. Und räum dein Leben auf. Und dann mach das, was dir gefällt und glücklich macht, das ist da immer. Okay. Ich wünsche euch viel Spaß. Und fangt einfach an, nehmt euch einen Gegenstand und guckt ihn an und überlegt, brauche ich ihn oder macht er mich glücklich. Was mir dabei noch einfällt, ganz oft sind es auch Gegenstände, die kann man gebrauchen. Also eine Regenjacke oder ein Regenschirm. Ja, die haben einen Sinn. Aber magst du einen Regenschirm in der Hand halten? Also ich gehe lieber durch den Regen. Also ich lasse mich gerne nass werden und dann gehe ich nach heim oder gehe dorthin, wo ich gerade bin, trockne meine Sachen, ziehe was anderes an und mache ich wieder warm. Aber dieses Nasssein und Kaltsein, das ist auch voll schön. Und es gibt voll viele Gegenstände, die man natürlich gebrauchen könnte, auch irgendwann mal, also für irgendwas. Man muss sich aber fragen, will ich das eigentlich? Also, deswegen habe ich mich letztens auch noch von diesen Sachen getrennt, also von meiner Regenjacke. Ja. Okay, ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ich habe wirklich, das ist das Einzige, was ich verbrannt habe. Es waren jetzt ein paar Tagebücher, Briefe und so. Und was richtig schön ist, das will ich noch dazu sagen, ich hatte Lavendel getrocknet und die Lavendelblüten habe ich benutzt für Duftkissen und ich hatte jetzt hier noch so Lavendelstiele und ich wollte die jetzt nicht wegschmeißen und die sind auch gut zum Räuchern und wir haben dann Lavendel drüber gestreut, als wir fertig waren und das riecht extrem gut und es ist ein schönes Gefühl und wir haben Beifuß genommen. Hast du noch einen Beifuß hier? Nee, weil die Barfußsex, aber da hinten am Kompost. Ja, aber da muss ich jetzt nicht hingehen. Also, aber gut, wir haben Beifuß auch verbrannt. Und Beifuß hat man auch früher zum Räuchern benutzt, das schützt vor dem Mohn. Und man kann, also wenn man Beifuß räuchert, ist das, um eine neue Lebenssituation anzufangen. Und
fällt dir noch was ein? Was? Okay, sie weiß gar nicht. Ich hab's auch alles aufgeschrieben, wo, oder auch in meinem Gehirn. Was war denn? Beifuß, was der macht, wenn du einen Räucher hast. Achso, wird das Alte zurück. Man kann das Veränderung ist ja gut. Ja, ist gut für Veränderungen und zum Trauer. Ja, Trauerbewältigung. Ja, solche Sachen. Und ich hatte, den haben früher die Indianer oder Schamanen auch bei Ritualen benutzt. Und ich habe auch irgendwo gelesen, wenn du sowas hinter dir lässt und verbrennst, kannst du den hinter den Rücken schmeißen und dann das rauchen lassen. Das fand ich sehr schön, deswegen haben wir das gemacht. Ja. Und wir haben Schalken getrunken dabei, weil wir ja wieder fasten. Genau. Und wenn ihr fastet, sucht euch eine Beschäftigung wie diese und dann habt ihr was zu tun. Das ist sehr praktisch. Okay. Und ich bin glücklich. Da ist noch der Rest von unserem Feuer. Ich weiß gerade gar nicht, wie gut man das so sieht. Also ich verbrenne noch mein letztes Buch. Ich fand hier auch die Sicht ganz oh. Okay. Ich fand die Sicht immer ganz schön gerade mit der Sonne. Ich hoffe, es ist drauf. Ich sehe es gerade nicht. Nee, ich bin verwirrt. Ah. Egal, vielleicht sieht man was Schönes. Ich fand es schön. Hier werden immer Bücher verbrannt. Ja. Okay, viel Spaß. Okay.